Ich mag die Bräune einfach gerne, Wusstest du? Kennst du Courtois? Ja. Der Torwart? Wusstest du, dass Courtois, der Wichser, De Bruynes Frau oder Freundin damals ausgespannt hat und jetzt mit ihr zusammen ist? Kleiner Nee. Fun Fact. Und die spielen zusammen in der Und die spielen Nationalmannschaft. zusammen in der Nationalmannschaft. Weil du De Oh, Bruyne. mein Gegner ist SV Waldhof. Oh, sorry. Auf! Das Scheiß ist auf! Mein mega Helm! unnötiger. Das ist ehrenlos. Aber es gibt einige Fußballspieler, die sich untereinander die Frau so, sag ich mal, jetzt stibitzt Definitiv, das ist ein offener haben. Transfermarkt. Ach, die sind jetzt nicht mehr zusammen? Willi, da Auf jeden geht Fall doch war was es rum in aber der so. ersten Liga. Im Ja. zweiten. Wappen? Ach, habe ich jetzt vergessen. Wie Icardi. Icardi oder der eine da, der betrogen wurde, der dadurch einfach Dings da in Depression gefallen. Wie heißt der? Iličić. 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 Digga, der hat aufgehört mit Fußball deswegen, ne? Ja, Ehrlich? den hat's richtig Den geklopft. hat's Hast du mal richtig gesehen, wie der getroffen. ausschaut? Ja, der hat voll zugenommen und so, ne? Ja. Fußballprofi-Chat. Wo hat er gespielt? Bei Atalanta Bergamo, ne? Genau. Der war auch richtig 85 gut. hatte er, glaube Der war richtig gut. Der wurde einfach von seiner Frau betrogen. Und der hat sie irgendwie dabei erwischt und dann ist der hatte dann Depression. Und Ja, hat. aber kann man ihn auch irgendwie nicht verübeln, ne? Hat Wir keinen wissen Fußball alle, mehr und Jungs, da. sowohl wir hier auf dem Discord als auch die Männerwelt da draußen, aber natürlich auch die Frauen, ist ja nicht nur, dass Männer betrogen werden. Liebe kann dir so schöne Glücksgefühle geben, aber wenn dein Herz gebrochen wird, richtig gebrochen wird, also wir reden nicht von so Kleinigkeiten, sondern richtig gebrochen wird, du erwischst die Frau, mit der du dir Kinder vorstellen kannst, für die du gestorben wärst, mit einem anderen Mann, wie sie gerade den Schwanz im Mund hat, oder Boah. Digga, dann ist es dann, ganz ja. normal, menschlich, Digga, dass du am liebsten einfach im nächsten Moment nur noch sterben willst, weil deine ganze Welt, dein ganzes Bewusstsein, deine ganze Zukunft in dem Moment einfach aus. Ja, also wirklich, also wenn ich stell mir, wenn du die dabei erwischst, das wäre ja ein, das Boah, ein Digga. Trümmerbruch Und dann nochmal. guckt ihr euch in die Augen, Digga, Oder und. das ist ein Trümmerbruch. Also dabei erwischen, das ist generell ein Trümmerbruch, aber nochmal erwischen ist dann, also wenn du es siehst, das muss ja, das kriegst du ja Ich nicht würde mehr sagen, aus dem das ist Kopf. das i-Tüpfelchen. Das kriegst du ja nicht mehr Das aus dem Kopf. Schlimmste, glaube ich, was es gibt. In Bielefeld hat sich ein Trainer zwei Spielerfrauen geschnappt. Was? Ja, Trainer sind auch gut dabei. Trainer Was sind für ein immer gut. Assi. Trainer Echt? sind, ja, ich kenne einen Trainer, den ich jetzt auch. Ist das öffentlich? Ja, Darf man das will ich sagen? einfach nicht callen. Okay. Nicht callen. Oh. Das wissen nur die Spieler selber, glaube Digga, stell ich. mal vor, Ne? Bei dem Trainer dein ist es auch Trainer besser bumst deine rausgekommen. Freundin und lässt dich nicht Teamchemie mal minus spielen. 100. Wieder hat gerade was Oder eine Win-Win-Situation. Er Beide bumst seine anbieten. Freundin und lässt dich Gute spielen? Spielzeit. Ja. Aber Jungs, ein ganz mal. Trümmerbruch wäre, wenn er dich nicht spielen lässt. Bieler hat gerade was geschrieben. Hier, den magst du ja ganz besonders. Ja. Er hat geschrieben, stell dir vor, du willst dem Typen dann einen auf die Fresse hauen und er boxt dich dann Naja, noch um. das ist auch scheiße. Das ist auch scheiße. Er ist aber MMA-Kämpfer. Das ist auch scheiße, sowas. Du bist einfach ohnmächtig und liegst da. Soll ich mal einen Real Talk aus meiner Sicht dazu erzählen? Alle sind Ja. immer sauer auf den Mann. Oder halt, ne? Stell dir vor, deine Freundin sagt, sie ist Single. Was kann der Mann dann dafür? Ja, ich Ja, wäre auch nicht auf überhaupt den Mann nichts, sauer. Digga. Na, Die auf den einzige scheiß er das Situation, nicht. wo man auf den Mann sauer sein kann, ist, wenn er es bewusst weiß, Ja, eventuell noch ein ja. bekannter Verwandter von dir ist. Das wäre Und dann auch will ich seine scheiße. Mutter auch Wenn er ficken, dich kennt, dann ist Digga. was Ja, anderes. aber stell dir vor, du hast eine Freundin, sie sagt, sie ist Single. Dann wird sie weggemacht und der Typ Ja, wusste nicht ja. mal was davon. Ja. Safe auf die Frau halt so sein. Dann kannst du ja nicht, also letztendlich bringt dich Zorn sowieso nicht weiter. Das einzige Logische, und das ist natürlich nur rein, ja, logisch betrachtet, ohne Emotionen. Wenn du mitbekommst, dass deine Partnerin oder dein Partner dich betrügt, dann gibt es genau eine Sache, die du machst. Du nimmst deine Sachen, falls du Sachen bei ihm noch liegen hast, oder bei ihr, nimmst deine Ja, Sachen krass. triffst dich nie wieder mit ihm. Das ist das Logischste, was man macht. Weil sowohl Gewalt gegen diese Person oder Kein gegen die, Sinn. mit der du betrogen worden bist, ist Quatsch. Und auch diese Person herlaufen ist genauso Quatsch. Und ich sage sogar, es ist Quatsch, wenn du es versuchst, eins auszuwischen, die beste Freundin oder so zu klären, weil Ja, das ist natürlich, das hat ist Eli voll auch recht, ja, Quatsch. natürlich. Weil das zeigt, du hast mit dem Ding nicht, ist ja auch nicht einfach abzuschließen. Aber das zeigt dann, dass du da immer noch so, du musst so voll kalt sein, so, das darf sich dann, das musst du abschließen mit dem Ding. Macht dich ja auch nicht zu dem besseren Hallo! Menschen, Ja. wenn du die Freundin fickst Nee. noch dann auch oder so, ne? Nee. Genauso dumm. Ja, auf jeden. Aber es gibt ja ganz oft so welche, oh, da rede ich, ich hab einen Kumpel, da gab es so eine Dorfnutte. Warte mal! Oh. Ach, Bruder, jetzt ist schon wieder irgendein. Doch, man, das ist so Oh. peinlich, Alter. Und Jungs, ich geh kurz im Mute. die hat Yes. dann
die hatte einen Typen und der Typ hat sie betrogen und dann hat sie einfach nur, um den ihren Ex einen auszuwischen, ist sie mit den Freund dann halt zusammengekommen. Zusammen? Aber auch korrekter Freund dann. Der Freund ist dann der Dummkopf. Ja,